Pasta in Tomatensauce, Zutaten für 4 Portionen, 1400 g Penne-Nudeln, Einsalz, 11 Zwiebel, 12 Knoblauchzehen, 41 Esslöffel Olivenöl, 12 Päckchen Tomatensauce, für je 250 ml, Klammer auf zum Beispiel Knorr, Klammer zu, Pfeffer 12 T1 Balsamico Essig 11 Esslöffel Thymianblättchen, die Nudeln in reichlich Salzwasser nach einer Packungsangabe bis fest garen. Zwiebel und Knoblauch schälen, fein würfeln und in einem Topf in heißem Olivenöl glasig dünsten. 500 ml Wasser zugießen, aufkochen, beide Päckchen Tomatensauce einrühren und eine Minute kochen lassen. Soße mit Pfeffer und Balsamico Essig abschmecken. Nudeln abgießen, abtropfen lassen und mit JT-Tomatensauce vermischen. Pasta auf Tellern anrichten und mit Thymianblättchen bestreuen. Tipp: Geben Sie der Soße mit Chiliflocken eine feine Schärfe. Das feuert den Stoffwechsel an.